Moin, meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute gehen wir endlich mal einer Abonnentenempfehlung von euch auf die Spur. Ich habe ja in geraumer Zeit mal gesagt, haut mir drei Empfehlungen raus, ich teste alles. Und das ganze Video ist dem Mr. Bartosch gewidmet. Ich danke dir für die geilen Empfehlungen. Habe ich mir rausgedacht. Wir sind in München am Start. Erstmal geht es vietnamesisch. Geile Pizza soll es geben. Ihr wisst, Pizza ist eines meiner Paradedisziplinen. Und dann irgendwas, wo ich gar nicht weiß, was das überhaupt ist. Wenn wir alles testen. Also vielen Dank an den guten Bartosch. Bartosch, warte mal. An den guten Mr. Bartosch. Und denkt dran, 50 Euro Gutschein wieder für eure Empfehlung. Haut mir auch rein, was ich testen soll. Und das Ganze werde ich nochmal machen, wenn es gut ankommt. Und dafür müsst ihr das Ganze natürlich auch liken und mich abonnieren. Denkt dran, ganz viele haben mich noch nicht abonniert, die diesen Kanal gucken. Abo reinhauen. Jetzt geht's zur ersten Station und wir sehen uns gleich. Mit Vietnamesisch. Habe ich Bock drauf. Wollten wir schon lange mal machen. Da ist der Kollege, Mann. Da ist der Kollege. Cock in China. Mein Englisch wird immer besser, Mann. Cock in China. Aber er hat noch geschlossen. Das macht nichts. Wir warten kurz. Bei diesem Spot wohl noch nicht, aber später kommt der Franklin vielleicht dort dazu. Und ja, das soll richtig geil hier. Was hat der gute Bartosch gesagt? Fried Beef in Tamarindensoße. Tamarinde ist so geil, auch so kann man das essen. So, da wir jetzt noch eine Minute die Zeit vertreiben müssen, bis das aufhat. Lasst euch berieseln von dem wunderschönen München. Ich glaube, ich gehe ganz in die Ecke. Ganz hier in die Ecke? Ja, auf Ehrenbruderbasis. Er sagt, vorne ist besser. Vorher nicht so viel hin und her rennen. Kann ich schon abgeben, Bestellung? Ich will die Fried Beef in Tanarindensoße und Pomelo-Salat. Und zum Trinken? Zum Trinken, ich nehme ohne. Ich nehme immer ohne Trinken, ja. Ohne. Aber ich gebe Trinkgeld nachher. Da, ja, ich schwöre. Ja, wie bitte? Okay. Ja, okay. Das habe ich jetzt nicht mehr verstanden. Bruder, aber yalla. Boah, das sieht ja Weltklasse aus. Weltklasse. Bruder, oh Mann. Sag mir, was gegen die Vietnamesen anrichten können sie. So ein Krabbenchip, oder? Mhm, normaler Krabbenchip kannst du natürlich nicht sagen. Stabil. Das ist ja Früchte hier mit drin im Salat. Welt. Die sind zwar ein bisschen verfärbt, aber ich hätte jetzt trotzdem gesagt, dass dieses kleine aus dem Granatapfel ist. Ihr habt zu diesem Koriander und der Frucht, habt ihr noch geilen Crunch von gerösteten Zwiebeln. Schöne Säure auch drin, die dann Essig drauf gemacht haben, ich weiß es nicht. Da hat Bartosch richtig einen rausgehauen. Der soll einen Foodblog aufmachen, der Typ. Und denkt an eure Kommentare auch rein, 50 Euro Gutschein. Pinne ich an. Oder Top-Kommentar, mal gucken. Ich bin gerade wieder im Restaurant-Kritiker-Feeling. Magere Hähnchenbrust, frische Zwiebeln, Minze. Diese Kombi kommt nicht von ungefähr. Ganz frische, gute Küche. Würde ich jetzt mal sagen, marinierte Hähnchenbrust. Wildes Ding, ganz wildes Ding. Ich schwöre euch, 9,7 Punkte. 9,7, der ist nahezu perfekt, Mann. Wenn ihr mich fragt, ganz bisschen weniger mit Salz gespielt. Aber es gibt 9,7. Eine, wenn nicht sogar die beste Bewertung von mir mit Pferddöner wie 9,7 Punkte. Ich glaube, die krasseste Bewertung. Wild, ganz wild. Und jetzt zur nächsten Bewertung. Perfekt, da kommt der Ehrenbruder. Gut, dann aber den, ne? Danke. Und geil, guckt euch mal das an. Das fühle ich richtig. Ganz, ganz böse. Diese Chilischoten da drin. Die werden knallen ohne Ende. Schön Spargel habt ihr ja auch noch drin, ne? Reis dazu noch serviert. Knusprig, süß, lieblich. Geil. Zuckerschote, würde ich jetzt mal nennen. Ich hoffe, du machst mich jetzt nicht fertig mit der Schärfe hier, Bruder. Ach, hätte ich nicht machen sollen. Dummer Idiot. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich tue so, als wäre es nicht scharf. Innerlich. Oh, jetzt fängt der Schluck auf schon an. Oh Mann. Dieser Shit, der ist es. So knusprig. Kriegt eine 8,5 von mir das Gericht. Wird noch besser kriegen, wenn diese Süße ein bisschen dezenter wäre. Aber top Gericht, lohnt sich absolut zu testen. Krass, selten passiert. Ich muss eine Bewertung revidieren. Und zwar die vom Pomelo-Salat. Top Salat, keine Frage, immer noch top. Aber die Bewertung habe ich abgegeben, erstmal euphorisch, am Anfang, als ich probiert habe. Und dann habe ich zu Ende durchgegessen und zum Schluss war zu viel Säure und zu viel Salz. Mehr als eine 8 kann ich nicht geben, weil man muss das ganze Gericht bewerten. Aber immer noch top, würde ich jedes Mal wieder essen. Kurz zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Pomelo-Salat fand ich schon hochpreisig. Würde ich aber wieder bezahlen. Auch fürs zweite Gericht würde ich tatsächlich das Geld wieder bezahlen. Ich finde es teuer. Das wollte ich kurz zum Preis-Leistung sagen, weil ihr euch das immer gewünscht habt, ein Statement von mir dazu. Ab zum nächsten Spot. Wir sind jetzt da, hier Karagdon. Was ist denn das überhaupt? Karagdon. Reis mit Hähnchen. Ja. Reis mit Kimchi? Hähnchen. Reis mit Hähnchen. Ah, ja. Der gute Bartosch hat mir den Laden empfohlen. Ja, der Bartosch. Japanisch.
Das check ich jetzt erst. Ich weiß bis jetzt nicht richtig, was es ist. Ich muss jetzt Julian anrufen, er muss jetzt an den Start kommen. Franklin. Warte mal kurz. Ich hab rausgeholt jetzt das Essen. Das wartet nur auf uns quasi. Ich bin in einer Minute da. Nein, jetzt hat sie den gebracht, ganz ehrlich. Die hat wirklich nur Stäbchen reingemacht. Oh, das kann ja was werden. Guck mal, wen ich hab. Hey, Rudi, was geht? Was geht, Rudi, alles gut? Hast du eigentlich schon deine wunderschönen Schuhe gezeigt? Ey, nein. Das musst du mal zeigen. Das war ein Geheimnis, Mann. Schaut euch das mal an, Alter. Also, wir haben hier die feinste Ware, scheißt auf Sneaker. Wie viel ist dein Outfit wert? Ich würde sagen, unbezahlbar. Also, wirklich? Das sind Relax-Schuhe, Leute. Ich schwör's euch, Relax stand da drauf. Und da relaxst du drauf. Du gehst 1000 Kilometer. Ich schwör's dir. Relax. Ja, Mann. Relax. Mr. Arschfickle ist am Start. Arschfickle? Hast du es schon gesagt, oder was? Nein, nein, weil man in Bayern sagt Arschfickle. Ich weiß nicht, woher du die Scheiße machst. Das ist nicht mal bayerisch. Muss ich das piepsen? Nee. Nein, ne? YouTube, Kuss geht raus. Gönnt Holle die Werbeeinnahmen. Was hast du da gezahlt jetzt? Erklär mal. Ich habe 16 Euro für eine Portion. Ich dachte mir, scheiße, ich hol zwei. Ich dachte erst, wir teilen, weil den Rest. Sushi kann man gut für unterwegs, ist gesund. Und ich habe bezahlt. Oh nee, das ist Tankbeleg. Bro, wie du. Also dein Outfit heute ist wirklich Real Talk. Sag ich sagen, was dein Outfit kostet? Digga. 50. Ich glaube 51 Euro. Die Hose kostet auch ein 40er, ungefähr 91. Die Jacke hat bestimmt 120 gekostet. Da sind wir schon bei 210. 220. Boxershorts habe ich gar nicht an. Dafür lieben wir dich. Ich liebe dich dafür einfach, dass du so bist. Ja, das ist ein cooles Outfit. Ich dachte für Boxershorts und Trainingshose ist bequem. Wenn ihr einmal umsteigt auf ohne Boxershorts, ihr zieht nie wieder eine Boxershorts an. Es geht okay, nicht. Aber ich habe zwei Fragen diesbezüglich. Du f***st länger durch die Reibung. Du kannst länger aushalten durch die Reibung. Bist du beschnitten? Nee, aber ja, trotzdem, die Reibung geht auch durch die Haut durch. Okay, aber hilft kein Schütteln und kein Klopfen, in die Hose geht der letzte Tropfen. Ja. Wenn du jetzt eine graue Hose anhast und da kommt so ein Tröpfchen, dann hast du ja direkt da so dunkelgrau. Ist auch schon passiert, habe ich im Video einmal gezeigt. Und Frage Nummer zwei, also wenn du abwischst, aber so manchmal ist ja auch so, dass hinten an der Hose so eine Naht ist. Und die geht ja manchmal ein Popo rein, so sagen wir mal, ne? Du darfst nicht so doll das Arschloch jucken. Außer du hast einen Phantomschiss gehabt, dann geht das. Okay. Aber sonst kannst du das knicken. Dankeschön für die Erfahrung. Gerne. Also ich sag euch jetzt so, ich weiß, wie viel es kostet. 16 Euro irgendwas eine Portion. Ich finde diesen scheiß Beleg nicht. Jürgen, du machst mich fertig, Alter. Wir haben noch nicht mal angefangen, du hast mich kaputt gemacht. 33,60 beides. Können wir durch zwei rechnen. 16,80. Die ganze Zeit, bevor ich komme, hat er überlegt, was ist 32 durch 2, dann kann ich es auspacken. So, nein, voilà. So sieht das aus. Der Kollege ist empfohlen vom guten Bartosch. Bartosch hat das empfohlen. Und er mag Chicken, merke ich, oder Panade. Und ich mag das auch. Bartosch hat genau meinen Geschmack. Wer ist Bartosch? Der mir die Empfehlung gegeben hat. Er ist ein YouTuber, oder was? Alter, Leute, schreibt es um die Kommentare. Hä? Kennt nicht Bartosch. Ist das ein YouTuber, oder? Finde es einfach raus. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ah, okay. Da kann man so machen. Gut, die sind doch nicht so schlimm. Nein. Hä? Alter, du bringst mein ganzes Weltbild durcheinander. Erst keine Unterhose, das bricht man auseinander und dann hast du... Nein, das ist extra so für Leute, die nicht mit Stäbchen essen können. Du willst mich doch komplett verarschen. Ja, genau, ja. Na, was sagst du? Lecker. Gut frittiert. Aber auf, halt leider gar nicht knusprig. Wollte ich auch gar sagen. Könnte knusprig sein. Saftigkeit dafür umso mehr. Die Mayo kommt leider ein bisschen zu sehr stark durch, würde ich sagen. Also man schmeckt fast nur Mayo. Sie ist auf jeden Fall präsent. Wie isst sie denn jetzt hier den Reis? Hast du davon zwei Portionen jetzt geholt? Ja, Mann. Geil. Es ist nicht Welt, sag ich so, aber das ist eine Box, die würde ich mir auch wiederholen, die einfach lecker ist. Ein saftiges Hähnchen, Mayo, muss man mögen, klar. Gibt es aber, muss man jetzt einfach sagen, nichts Spezielles dran zu erwähnen, aber es ist ein saftiges Essen, oder? Kann man, so ist es eigentlich auf den Punkt gebracht, finde ich. Das ist jetzt quasi Premium asiatisch for Takeaway. Dafür, dass du es mitnimmst, so für Go, was hast du, 16 Euro? 16 Euro. Ist schon teuer, ne? Das ist schon teuer. Schmeckt nice, aber besonders. Nächstes Mal sagt, bam, musst du hinrennen. Ja, Mann. Ich glaube, das habe ich euch gar nicht gezeigt, ich 31er. Einmal eine Box, wie die jetzt so aussieht, wenn man die öffnet. Ich würde festgesetzt sagen, 7,2, 7,3 hat er schon verdient. Und losgelöst vom Preis, ich bewerte den Geschmack eigentlich auch immer für sich. Würde ich sagen, ab zum nächsten Spot fressen wir Pizza, Jürgen, ne? Alle undercover. Was hast du da gesichtet? Den Dukas. Guck mal, Jürgen, noch so eine Frage, ne? Guck mich mal ganz genau einmal an. Würdest du sagen, mit meinen neuen Haaren bin ich vielleicht nicht mehr ganz so hässlich? Nee, also ich finde dich davor auch sehr attraktiv. Ja. Vor allem so mit Glatze, davor hattest du ein bisschen mehr diesen Pornodarsteller-Charakter, weißt du? Johnny Sins. Ja, genau. Ja. Okay, das nenne ich mir mal als Kompliment. Wenn jetzt Cheesecake fressen wird. Cheesecake. Cheesecake. Ja, habe ich gesagt. Let's go. Let's go. Also absoluter Absturz. Es gibt keinen Cheesecake mehr. Egal, wir gehen ein bisschen spazieren. Dann gibt's die Pizza und da, eigentlich habe ich da mega Bock, weil ihr wisst, Pizza ist komplett mein Game. Mal gucken, ob der Kollege Bartosch da eine gute Empfehlung rausgehauen hat. Ich sag, der hintere macht's. Oh, das ist ein Monster.
Das ist so, wenn wir bei dir wären und ich mich an deine Mutter ranschmeißen würde, wäre das auch die gleiche Konstellation. Hast du schon mal was gebracht, was du mit meiner Mutter angestellt hast? Habe ich mal reingenommen ins Video, hast du gesehen? Jetzt gibt's da Fausto Pizza, Quattro Formaggi oder so, ne? Gucken wir nochmal eben einmal hier. Quattro Formaggi mit Salami. Pommes, Bruder. Okay. Nee, dann nimmst du eine andere, weil ich teste die, ich hab Bock drauf, du nimmst eine andere. Dann nimm du die, weil ich mach Diät. Man kann nicht mal jeden Tag sagen, ich mach Diät, aber heute ist Ausnahme. Ja, heute ist die Ausnahme keine Ausnahme mehr. Ich esse auch keine Süßigkeiten zwischendurch, aber Video mache ich trotzdem Ausnahme, auch für die Community. Das muss man zu schätzen wissen so. Ja. Wir machen viel für die Community. Ihr wisst gar nicht, was für eine Qual das ist, dass wir jetzt hier in diese Pizzeria gehen müssen und jetzt schon wieder Pizza essen. Zieh dir mal rein, was für einen harten Tag wir hatten heute. Nicht nur der Tag war hart, mein Lieber. In dem Sinne, auf zur Pizza. In dem Sinne habe ich die Ehre. TripAdvisor, letztes Jahr Platz 1 gewesen. Ne? Also best of the best ist das. Guck mal hier. Also ich glaube, uns erwartet hier eine astreine Pizza. Habe ich recht? Ganz sicher. Ja, und wir filmen gleich nochmal ab, wie wir die richtig schön reinschieben in den Ofen, ne? Ja. Ne, Jürgen? Bist du gespannt, oder was? Ich weiß schon, was ich nehme. Ich nehme eine Pizza Tonno. Und du? Ich nehme eine Quattro Formaggi mit Salami. Mit Salami, ja. Ja. Und wir nehmen, es soll das beste Tiramisu der Stadt sein. Steht draußen. Habt ihr auch eine Auszeichnung? Best Tiramisu in Town. Oh nee, ne? Das ist ein Traum hier. Ich habe eine richtig hohe Erwartung jetzt. Hier kannst du so richtig hingehen und so richtig essen gehen, deine Freundin einladen. So, Digga, das schaut wie bei Susi und Strolch. Ja. Hier sitzt Scarface der Typ und hier der Pate. So könnte man sich oder das so, auch vorstellen. Oder so, ja. Wer bist du? Ich bin, glaube ich, der Pate. Das passt noch ein bisschen mehr zu mir. Okay. Und du bist die Schneenase. Ja, das ist der gut. Schneekönig. Das ist schon in Scope. Angeblich, ja. Aber nichts zu sagen. Nur nichts zu sagen. Ne? Nimm mir Abstand zu, weiß ich nicht. Ich habe aus engen Quellen gehört, dass das Schwachsinn sein soll. Aber kann sein, ja. Ich kenne ihn nicht persönlich. Also, ich kenne dich persönlich. Ja, ich dich auch. Okay. Ich würde sagen, Pizza B-Roll in 3, 2, 1. Perfekt. Vielen Dank, bis gleich. Wir kommen gleich wieder. Ja, komm, dann setzen wir uns nebeneinander. Aber diesmal über nicht zuerst naschen. Also so eine Pizza Tonno, würde ich mal sagen, das geht im Großen und Ganzen klar. Ja, das klassische Fett ein bisschen, aber... Ich werde mal den Anfang machen. Du grüßt die Pizza ja schon fast. Also erstmal schöner Teig. Schön knusprig ist natürlich kein napolitanisch, aber fluffiger, weicher, knuspriger Teig. Intensives Gorgonzola für den. Nicht mal vom Geschmack, aber sehr salzig, das muss man dazu sagen. Aber von unten habt ihr hier perfekt gemacht. Also ich muss sagen, die wirkt schon ziemlich saftig-knaftig, wie du sagen würdest. Kannst du mir einmal so ein richtig schönes... Saftig-knaftig. Und nochmal. Saftig-knaftig. Oh ja. Also erster Eindruck, ganz frei raus, gute Standardpizza. Kannst du gut essen, hab vom Weltmeister gegessen und so, ne? Das ist natürlich kein Vergleich, aber eine stabile Pizza. Lecker. Gebe ich eine 7 von 10 Punkten, kann ich direkt sagen, aber kann ich nichts groß rausheben. Das ist einfach ein gutes, wie ich eben gesagt habe, fluffig, knusprig, gut. Also die Pizza Tonno, das erste, was durchkommt, ist ein fruchtiger Tomatengeschmack und danach dieser fettig, zähe Mozzarella. Thunfisch ziemlich dezent im Geschmack, würde ich mal sagen, aber schon lecker. Den Teig finde ich tatsächlich ziemlich gut für eine normale Pizza. Ja. Ich denke mal, dir geht es ein bisschen so wie mir, wenn du napolitanische Pizza angefangen hast zu essen. Ich kann mir nicht aufnehmen, dann ist man festgefahren, dann ist man versaut, was Pizza angeht. Ja, das ist wie mit frittiertem Sushi, fangt damit auch nicht an. Früher kannte man diese Standardpizzen. Und dachte, bam, das verändert die Welt, aber einmal eine gute napolitanische vorbei. Mir tut's ja auch leid für deine Freundin. Mhm. Nachdem ich in ihr drin war, genießt sie dich auch nicht mehr, Digga. Da ist die Rache, weil ich ihn mit Fleck habe, wo ich seine Mutter ge***t habe. Bewertung 1 bis 10? Also ich persönlich würde sagen, es ist eine 8,5 von 10. Ey? Mhm. Finde ich geil, weil die waren so nett, haben die verdient. Hier kann man geile Pizza essen. Jetzt gehen wir als Tiramisu ran, ne? Für mich besticht dieser Laden, ohne dass wir Tiramisu jetzt gegessen haben, durch die Tatsache, dass wir da drin waren. Na, und durch die schöne Deko. Ja. Also erstens schon mal, Tomaten, Erdbeeren mit Tiramisu, hier ein bisschen Mascarpone, ne? Mhm. Vanille-Mascarpone-Creme, sehr geil. Schon mal, wie schön brüssig. Schieb es hier rein, Buddy. Ah, okay. Angriff ist der beste der Stadt. Oh. Heftig. Das ist gut. Da sind nicht diese normalen Tiramisu-Kekse drin, sondern die länglichen, ne? Die haben kleine, ne? Genau, und die haben diese kleinen runden und die schmecken
Alter, also das schmeckt Hammer. Sehr, sehr gutes Tiramisu. Und einfach 1 bis 10, wenn du jetzt bewerten müsstest? 8,7 von 10. Mhm. Ich habe sogar Tiramisu selber gemacht, öfters jetzt. Mich mit auch einem Restaurant gemessen, im Livestream bei Twitch. Ich weiß schon, was bei Tiramisu abgeht inzwischen. Ich kann euch sagen, ob das ein gutes Tiramisu ist. Wird ein bisschen mit diesem Marzipan-Schnaps oder wie der heißt gearbeitet, würde ich sagen. Das sind die Kekse, die den Geschmack haben. Das sind die Kekse? Ja. Schmeckt weihnachtlich so ein bisschen. Enjoy mal so eine Erdbeere noch dazu. Die könnte vielleicht eine angenehme Fruchtigkeit mit reinbringen. Das hat richtig was, Leute. Mit der Erdbeere hast du recht, gibt nochmal so den Kontrast von der Fruchtigkeit. Ich sage ganz ehrlich, aber schmeckt ganz anders, als die man kennt. Wenn ich jetzt benoten müsste, habe wirklich viele in der Zeit gegessen, ist das oben mit bei. Also dem würde ich echt eine 9 von 10 beinahe geben. Dem würde ich eine 9 von 10 geben. Böse, anders. Lohnt sich übelst, das zu testen. Also wirklich eines der besten Tiramisu meines Lebens. Das Beste weiß ich, könnte ich nicht unbedingt sagen. Dafür habe ich die anderen nicht im Kopf. Aber krank, ne, Jürgen? Ja, sehr gut. Alleine für das Tiramisu Cup muss man hier vorbei. Wenn man Pizza noch mag, die Pizza ist auch gut. Ja, also kann man sich gut geben, den Laden hier. Würde ich weiter empfehlen, definitiv. Ja. Abschieß nochmal an den Bartosch. Geile Empfehlung, also muss ich sagen. Also durchweg kann ich sagen, kann man sich alle Läden geben. Ich habe die Wertung nicht mal mehr gerade im Kopf. Aber vielen Dank dafür. Haut mir auch eure Kommentare rein. Denkt an den Gutschein, den ich zu vergeben habe. Sagt mir, wo ich hinfahren soll. Dann mache ich sowas vielleicht demnächst mit euren Empfehlungen. Aha. Ich sage dir danke fürs dabei sein, Jürgen. Gerne. Danke dir fürs Essen. Ne? Ja, sehr gerne. Und denkt dran, ein Muss den Jürgen zu abonnieren. Ich schwöre es euch, so ein Homie, so ein Ehrenmann, der muss abonniert werden. Abonniert mich, abonniert mich. Abonniert erst mal ihn und dann schauen wir weiter. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.